Und es geht doch. Man kann tatsächlich von TomTom MyDrive eine geplante Route aufs Gerät übertragen und so, dass es auch nachher noch eine Route ist. Auch wenn es nicht so geradlinig ist, aber immerhin habe ich einen Trick dafür gefunden. Und ja, wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge und heute hoffentlich mal ein Quickie sozusagen. Ich will nur was korrigieren und zwar habe ich ja im letzten Video dann gewettert und mich wieder darüber ausgelassen, dass es halt mydrive.tomtom.com die eigentlich so schöne Lösung nicht schafft, eine geplante Route auch als Route ans Gerät zu übertragen. Und mit Hilfe von einigen Kommentaren unter dem Video, die dann wiederum auf irgendwelche Forenbeiträge verwiesen haben, habe ich tatsächlich einen Workaround ausfindig machen können. Und der Name Workaround sagt es schon. Es ist nicht wirklich, dass es jetzt doch auf einmal so funktioniert aus dem MyDrive raus oder ohne Probleme, sondern es gibt einen kleinen Trick, ja. Und den will ich euch jetzt noch mal kurz zeigen, aber das mache ich am Computer zu Hause. Okay, das Problem ist also bekannt und ich zeige es noch mal gerade hier. Wenn wir also auf meine Routen gehen, da habe ich hier beispielsweise schön geplante Routen drin. Werden mir hier auch richtig angezeigt, mitsamt allen Stops, die ich drin habe. Wenn ich jetzt hier einfach sage, okay, ich will das aufs Gerät synchronisieren und gucke dann auf mein Gerätchen drauf, da unter meine Routen, dann sehe ich die auch, aber ich kriege halt hier, wie gesagt, das Symbol für einen Track. Das heißt, ich habe nicht mehr eine Route, sondern habe jetzt hier einen Track, der natürlich den Vorteil bietet, dass ich jetzt zwar genau die Strecke abfahre, die ich auch geplant habe, aber falls halt irgendwas dazwischen kommt, sehen wir schon hier im Menü haben wir jetzt auch nur aktueller Track und ich habe halt hier die ganzen zusätzlichen Funktionen nicht, um eine Sperrung zu umgehen, um irgendeinen Stau zu umgehen, was auch immer. So, es gibt jetzt aber einen kleinen Trick, beziehungsweise ich lösche hier die Route gerade nochmal raus, beziehungsweise den Track, sage ich hier wieder löschen. Bin jetzt wieder in der Navigationsansicht. Jetzt bin ich hier wieder auf dem Rechner und um jetzt so wirklich eine Route aufs Gerät zu kriegen, da könnt ihr hierher gehen, hier unten sagen Route bearbeiten, dann geht ihr hier wieder in den Bearbeitungsmodus rein, könntet jetzt hier irgendwelche Punkte verschieben und hier gibt es unten drin den Punkt Stopp senden. Wenn ihr das jetzt da macht, zack, Sie haben ein neues Ziel empfangen. Kommt das Ganze hier auf dem Handy jetzt an. Und zwar jetzt halt wirklich die Punkte. Und das Handy rechnet jetzt selber nochmal die Verbindung zwischen den Punkten aus. So, und wenn ihr das habt, könnt ihr hier wiederum aufs Menü gehen. Jetzt, da haben wir auch aktuelle Route. Können wir drauf gehen. Und jetzt hier unten speichern. Sie erreichen Ihr Ziel um 15:56 Uhr. Ich gebe dir jetzt auch wieder den Namen Edersee einfach ohne Test, speichere das Ganze ab. Und wenn wir jetzt hier reingucken, dann sehen wir meine Routen. Edersee hat jetzt richtig das Symbol, das ist wirklich auch eine Route und nicht ein Track. Und wenn wir wiederum hier im Menü gucken, haben wir jetzt gesehen, wir haben aktuelle Route stattdessen und hier haben wir jetzt da wirklich auch die ganzen Funktionen, nächsten Stopp auslassen, Alternative suchen, gesperrte Straßen und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt habt ihr richtig die Möglichkeit. Im umgekehrten Zug wird das Ganze natürlich auch nicht wieder hier zurück in das MyDrive übertragen. Das heißt, hier haben wir immer noch unsere Sachen. Die gespeicherte Route jetzt auf dem Gerät lässt sich also auch nicht rückwärts in das MyDrive übertragen. Aber zumindest könnt ihr so quasi
eure ganzen geplanten Routen hier vom MyDrive wirklich auch als Route ins Gerät übertragen und dort abspeichern. Und ich denke mal, das könnte einigen wirklich was helfen. Ja, und ihr seht schon, es geht irgendwie, aber etwas umständlich. Und naja, zumindest funktioniert es. Und ich hoffe, es hilft einigen von euch weiter. Bei mir bleibt natürlich trotzdem immer noch das große Fragezeichen im Kopf, warum man das nicht einfach von Haus aus funktionieren lässt. Ja? Die Daten sind in dieser, keine Ahnung, TomTom Cloud gespeichert, die sind verfügbar. Warum das TomTom Go das nicht einfach abrufen kann, beziehungsweise die Navigationsgeräte, ist und bleibt mir ein Rätsel. Ja? Man könnte da so schön einfach drauf tippen und sagen, hier willst du das als Track oder als Route, weil letztendlich sind beide Infos scheinbar irgendwo hinterlegt. Und dann hätten wir die freie Auswahl, aber nein, man muss es irgendwie so umständlich machen. Also keine Ahnung. Und man kann halt auch wirklich sehen, dass das jetzt wirklich da ist und abrufbar ist. Wenn man jetzt nämlich zum Beispiel in die MyDrive-App reingeht, dann sieht man, man kann die Route laden und siehe da, sie ist komplett da mitsamt den ganzen Wegpunkten, also mitsamt den ganzen Stops. Und by the way, dasselbe ist auf iOS, also die ganzen Schlauberger, die da irgendwie beim letzten Mal gesagt haben, ja, das haben die bestimmt nicht gemacht, weil Apple wieder zu viel Geld dafür haben will, dass sie das abrufen können oder haben es vielleicht irgendwie blockiert. Nee, in der MyDrive-App auf iOS kann man die Punkte aussehen, kann man die Strecken abrufen. Also für mich noch weniger Grund, warum das Ganze in der iOS-Version von TomTom Go App entsprechend blockiert rausgelassen worden ist. Also ist und bleibt mir ein Rätsel. Das könnte so einfach sein, aber zumindest wisst ihr und weiß ich jetzt, wie man drumherum kommt im Zweifelsfall und trotzdem halt den, ja, sämtliche Funktionen von TomTom in der App dann auch letztendlich beim Navigieren benutzen kann. Tja, und das soll es von meiner Stelle schon gewesen sein für heute. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.